Brüt? Hallo. Wo bist du? Es geht Sie gar nichts an, Blatt. Brüt, ich will dir doch helfen. Ja, wenn Sie mir helfen wollen, ich sag Ihnen jetzt, wo ich bin, Blatt. Ja, ich sag Ihnen jetzt, wo ich bin. Ich bin hier, wo wir damals den Ort, den Sie mir gezeigt haben, wo man schlafen kann, nachholen. Ich sitze hier, Blatt. Du schläfst da? Hast du kein Dies? Herr Präsident, was wollen Sie jetzt bitte noch von mir? Du hast keine Wohnung? Was? Hast du keine Wohnung? Tschüss, Herr Präsident. Der arme Digga! Hey, wir müssen den echt aufnehmen mit seinem Mut. Hey, der arme Digga, das kannst du keinem erzählen, das tut mir echt leid langsam, ne? Sie haben mein Leben zerstört, Herr Präsident. Gegri. Warum ich? Was hab ich damit zu tun? Sie haben mein Leben zerstört, Nachui. Aber warum? Wollen wir mal alles Revue passieren lassen, Nachui? Wollen wir das, Herr Präsident? Ich hab nichts gemacht, du hast das alles selber dir zuzuschreiben. Ich hab mich selber in den Arsch gefickt, Herr Präsident. Ja, das hab ich gemacht. So wie ich mein Leben lang immer gefickt wurde, diesmal hab ich mich selbst gefickt, da? Aber wollen wir mal alles aufzählen, was Sie mit mir gemacht haben, Herr Präsident? Ja, mach. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, ich werde Ihnen erzählen, was Sie mit mir gemacht haben, Nachhol. Ich kam auf eine Inselbett, weil ich dachte, man kann da Urlaub machen. Die haben mich entführt. Die haben meinen Neffen getötet, Nachhol. Danach haben sie mich in einen Keller schlafen lassen mit drei Typen. Ein Keller, Blatt, Nachhol. Ein Keller, in der Scheiße war, Blatt. Okay? Erinnern Sie sich vielleicht an diesen Keller, wo ich übernachten durfte und Sie taten so, als ob es was Besonderes wäre, Blatt. Wo Sie ein riesiges Anwesen hatten. Du kannst doch froh sein, dass ich dir überhaupt was zum Schnäufen gegeben habe. Ach ja? Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie mit mir hierher gekommen sind und Sie haben zu mir gesagt, ja komm, wir schlafen hier. Sie haben sich hingelegt. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, Sie waren nicht mehr hier. Ich musste zurück ins Apartment. Warum haben Sie mich nicht mitgenommen, Herr Präsident? Ich wollte dich nicht aufwecken, weißt du, ist unverschämt. Sie haben also an mich gedacht, Nach. Natürlich, ich denke immer an meine Freunde. Und was ist mit der Dame, wo ich plötzlich gekommen bin und sie waren auf einmal... Ich habe ihnen gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, Nachhol. Wir gingen zusammen dahin und plötzlich hat sie sich in sie verliebt. Wie konnte das passieren, Blatt? Was kann ich denn dafür, wenn die findet mich geil? Was kann ich dafür, wenn die steht auf mein Jaro auf einmal? Sag mal, kann ich da sie was für? Habe ich sie gejamst? Nein, einmal habe ich sie eingeladen. Sie haben die Nummer genommen und sind dann einfach verschwunden, Nachhol. Ja, eine Nacht. Und dann haben sie erwartet, dass sie mir erzählt, die Dame, dass sie nicht auf mich steht, Nachhol. Und dass ich ein Dummkopf bin, Blatt. Und kurz danach wurde ich von den Männern, ihre Freunde, andauernd angegriffen, Nachhol. Die haben mich angerufen, die haben mich nicht draußen, so oft haben die mich geschlagen, Blatt. Ich habe noch eine Sache vergessen. Sie haben mir sogar mein letztes Geld hier genommen, weil sie meinten, sie wollten die Bahn nehmen, Nachhol. Und sie haben mein Auto damals noch genommen, Blatt. Und haben die Kupplung Ich habe dir nicht dein letztes Geld genommen. Sie haben gesagt, sie wollen mit der Bahn nach Hause fahren, Blatt. Ja, kann doch sein, dass ich habe Geld gebraucht für die Bahn. Man kann doch mal einen guten Freund was ausleihen, oder nicht? Ich habe das Geld nicht zurückbekommen, Blatt. Und sie haben gesagt, das ist nur geliehen. Wie viel waren das denn? $15, Blatt. Aktuell ist auch eine harte Zeit für mich. $15 sind viel Geld. Sie haben mir Familie genommen. Sie haben mir meine Liebe genommen. Sie haben mein Geld genommen. Und sie haben das, was ich noch zuletzt hatte, ein Auto, in dem ich geschlafen habe, Blatt. Das haben sie mir sogar genommen. Und ich darf natürlich nicht ver... Hallo. Es tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Hallo. Alles gut. Gehen Sie jetzt bitte, Blatt. Nein, was habe ich dir denn... Was habe ich noch genommen? Ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Gehen Sie bitte, ja? Das war unser letztes Ereignis, Blatt. Sie haben mir eine Faust gegeben und ich bin ein Idiot. Okay, gehen Sie jetzt bitte. Okay? Vielen Dank. Ja, tschüss. Ich wollte das wirklich nicht. Rüd, ich wollte das nicht. DiCaprio, ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich da. Ich wurde von der Polizei angehalten. Schönen guten Abend vom Notfallmediziner. Ich bin gerade vom Notfallmediziner aufgestanden. Ich bin hier, mir wurde schwarz vor Augen. Ich wusste nichts, was los ist hier. Bola. Ich wusste nur, dass ich dir gesagt habe, komm, Casino, der Rest gehen weg in Kosovo. Okay, tamam. Was kann ich jetzt tun für dich, sag mal? Dann hast du irgendeinen Auftrag für uns. Ja, ich habe einen Auftrag. Was wäre? Ein Freund von mir ist obdachlos. Denkt ihr, könnt ihn ein Bett bauen? Meinst du Mock oder wen? Nein, schlimmer, Rüd. Oh nee, Rüd, der Clown, Alter. Aber egal, bitte. Ich mach trotzdem. Geld ist Geld. Ich zahle dir auch dafür, $100. So ein Holzbett mit Paletten und so musst du bauen. Der ist hier, ich schick dich rein. Oh nee, ich komm rein. Guck mal, dann sparen wir Geld, ne? Weil müssen wir jetzt nicht so viel Geld für einen Roller ausgeben. Nehmen wir nur $100 in die Hand und der hat ein Bett. Ne, ist ja auch was. Gehen Sie bitte. Rüd. Bitte, gehen Sie einfach, ja?
Reed, das ist peinlich. Ich will nicht hier so lang sein. Ich will mich nicht hier blicken lassen mit dir. Deswegen lass uns das bitte klären. Sie wollen sich nicht blicken lassen mit mir? Ja, gehen Sie doch einfach, Blatt. Ich weiß, dass ich Schmutz bin. Reed, ich will das klären. Okay, okay. Entschuldigung, Gollum. Tut mir leid. Ich habe eine kleine Überraschung für dich, Reed. Sie wird dir gefallen. Besser als dein Auto. Es werden gleich hier zwei Menschen hinkommen, die werden dir ein komplett neues Leben ermöglichen. Was wollen die machen? Wollen die mich kaputt schlagen oder was bleibt? Nein, die werden dir ein neues Leben. Die werden dir ein neues Leben schenken. Okay, Reed? Wie die werden mir ein neues Leben schenken, Blatt? Ein neues Leben. Wie ein neues Leben, Blatt? Ist das ein Computerspiel oder wie ein neues Leben schenken nach Hui? Nein, die werden für dich, dass du wirst die nächste Zeit besser leben. Ja? Ich will dir was als kleine Entschuldigung für das, was ich gemacht habe, zurückgeben. Wo waren Sie an meiner Seite? Wo waren Sie, als die Albaner mich geschlagen haben, Blatt? Ich war da gerade am Essen in der Cafeteria. Ich habe da nichts von mitbekommen, sonst hätte ich eingegriffen natürlich, ja? Die standen noch daneben, Nachui. Ja, das war jetzt aber nicht so genau, ne? Das war ja was anderes damals. Also, warte mal, die Albaner, bist du nicht so gut mit diesem DiCaprio? Ja, nein, Blatt, der hat mich geschlagen und letztens wieder am Stadtpark. Ach so, der arme Digga. Jetzt kommt der dahin, DiCaprio wird auch richtig auf Kacke und der wird den auslachen die ganze Zeit, während er das Bett baut. Dann nehmen wir halt die andere Überraschung. Wir gucken mal, was so ein Roller kostet. Reed! Hallo? Ja, hallo? Ich habe eine Überraschung für dich. Du hast doch gesagt, Reed, du hast immer in deinem Auto geschlafen. Ja. Deswegen hole ich dir jetzt dein Auto zurück. Also sowas ähnliches. Ich würde gerne mein Auto zurückhaben. Stell dich genau da... Du kriegst dein Auto zurück. Sogar viel besser. Stell dich genau dahin und mach die Augen zu. Ich komme jetzt gleich. Bis gleich. Ja, tschüss. Bis gleich. Mach die Augen zu. Oder wie langsam ist das Ding? Wisst ihr was? Fun Fact: BMX ist schneller als das Ding hier in GTA. Oh nein, jetzt haben wir noch das Licht im armen Jungen kaputt gemacht. Oh nein, Digga. Der kriegt schon so einen Schrottroller und dann. Dann ist das Licht einfach kaputt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also ich hab dich gar nicht geschlagen, vielleicht waren das andere. Wo im Casino hast du mich geschlagen? Wieder waren das andere. Hast du da keine Lust? Nein, Bro. Das war Muharrem, das war mein Cousin, Bro. Ich erkenne deine Stimme doch wieder nach. Nein, Bro, das ist Muharrem, das ist mein Benata-Cousin. Hallo. Herr Präsident, ihr sagt irgendwas von Bett aufbauen und keine... Was für Bett aufbauen nach? Yeah, das ist eine Überraschung. Der baut dir hier ein Bett, weil der DiCaprio ist Arbeiter der Baut und... Woo! Bruder? Ja, richtig. Und? Woo! Bruder! Reed. Komm, sag mal deinen Zirkus-Clown hier. Reed, warte, komm zurück. Reed, warte! Okay, mach die Augen zu. Was wollen Sie? Wollen Sie mich mach die Augen zu. Was soll der Albaner? Mach die Augen zu. Was ist... Verpiss dich, Blatt! Mach die Augen zu! Verpiss dich! DiCaprio, hör! Hallo! Warte doch! Hallo! Entspannt euch bitte, Rüd, dann geh doch und provozier nicht, Rüd! Ja, Rüd, du provozierst ja die ganze Zeit! Nicht Rüd, ich mein Dings! Hallo! Hallo, es reicht doch jetzt! Ich krieg zu viel mit euch! DiCaprio, verpiss dich jetzt von hier! Ich hol dich gleich wieder ran! Mach die Augen zu! Du kriegst dein Auto jetzt wieder! Sag, mach die Augen dann auf, wenn du die wieder hast, okay? Herr Präsident, wenn Sie mich jetzt verarschen, brauchen Sie nie wieder zu kommen, da? Noch nicht aufmachen? Noch nicht? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Yeah! Und? Fahren wir jetzt damit zu meinem Auto, oder was? Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Was ist ein Geschenk, Blatt? Das. Wie? Das ist ein Geschenk, Blatt? Ja, das ist dein Auto. Dein Auto leider ist total schade. Ein Auto hat vier Räder, Blatt. Das ist ein Roller nachholt. Deswegen habe ich ja gesagt, noch besser, weil du hast jetzt ein zwei Räder. Kannst du so cruisen hin und her, einen schönen Sommerabend. Tatsächlich ist hier das Licht kaputt gegangen, müsstest du dann nochmal reparieren, denn, ne? Herr Präsident. Ja. Sie wissen doch, dass ich in meinem Auto schlafe, Blatt. Was soll ich mit einem Roller nachholen? Ja, das ist doch auch was, oder? Freust du dich? Herr Präsident, ich glaube, das ist dieser Moment, wo wir jetzt beide gegenseitig die Handynummern löschen, Blatt. Wieso denn? Was? Seit wann bist du so ein undankbares Arschloch? Das ist ja ekelhaft. Da haben sich Leute hingesetzt und diesen Roller für dich gebaut. Die haben sich da hingesetzt und den Roller für dich gebaut. Und du bist jetzt so undankbar.
Was soll das denn? Sie wissen das eigentlich ist ja ekelhaft. Seit wann hast du denn so eine ekelhafte Charaktereigenschaft? Irgendwo haben Sie recht, Blake. Irgendwo. Ja, ich weiß ja nicht. Guck mal. Ich kann sogar mit. Guck mal. Okay. Licht ist kaputt, Leute. Ja. Wow. Wow. Nicht so schnell, nicht so schnell. Das ist ja toll. Rüd, pack das. Oh. Ja, blöd, ne? So geht man also mit Geschenken um, super. Ja, ich fahr ja zum ersten Mal Rollerblatt. Gut, dann. So, wo schläfst du denn? Sag das mal den Herrschaften. Ja, eigentlich dort hinten, Blatt. Wo dort hinten? Ja, hier. Da, wo ein bisschen Licht ist, hier, Blatt. Ja, die Matratze ist durchgesifft und durchgeschimmelt, deswegen schläft er auf der Couch und die ist sehr unhygienisch. Ich würde vorschlagen, dass wir die Matratze einfach einmal umdrehen und dann kann er ja da drauf schlafen. Dann sparen wir uns die Kosten für eine neue Matratze, oder? Guck mal, Herr Kollege, du hast mich angerufen, aber ich krieg meinen gleich, ne? 100 Dollar, wenn ich die Matratze umdrehe? Natürlich, natürlich. Komm, Besnik, hilfst du mit mir anzupacken, weil diese ist voller Schleim. Weiter auf 1, auf 3, 1. Die machen das. 2, Drei. Ja, aber Herr Präsident, die haben nur die Matratze umgedreht. Der hat doch gesagt, die wollte ein Bett hier hinbauen. Ja, ist doch wie ein neues Bett, ne? Neue Matratze. Mhm, linke Schraube rein. Ah. 1, 2, 3, 4. Oh, zack. Herr Präsident? Ja? Darf ich Sie kurz unter vier Augen sprechen, bitte? Natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte ja echt nicht undankbar sein, Blake. Auf keinen Fall nach. Ja, das freut mich, dass dir das gefällt, wirklich. Rui, du musst auch nicht. Du nimmst das bitte an, okay? Ich will auch gar nicht, dass du da irgendwie wieder votest. Alles gut. Ich weiß, das ist ein Haufen Geld ist und ein Haufen viel Arbeit, aber für einen Freund mache ich das sehr, sehr gerne. Rui, du weißt, ich liebe dich. Ja, wirklich. Ja, ich mach das sehr gerne. Vielen Dank. Alles gut. Behalte es einfach, wirklich. Ich will auch nichts dafür zurückhaben. Aber Sie haben ein Auto mit einem Roller ersetzt, Blake und ich. Und ich weiß nicht, was die Herren machen. Sie haben gesagt, ich bekomme ein neues Bett und die haben nur die Matratze umgedreht. Ja, ist ja wie ein neues. Ja, aber unten, da ist jetzt viel mehr Schmutz als vorher, Blatt. Die haben den Schmutz von unten nach oben gedreht. Ja, legst du was drauf, ein bisschen wegpudern, so, dann geht das. Ja. Wie sollen wir das eigentlich machen mit der Rechnung wegen dem Roller? Soll ich die dir jetzt so schicken, die Rechnung? Oder soll ich, also, weil ich habe ja keine Rechnungsadresse aktuell von dir. Wie machen wir das jetzt? Welche Rechnung, Blatt? Ja, wegen dem Roller. Weil das ist ja jetzt etwas schwierig gerade, weißt du? Ja, ich glaube, ich habe sie jetzt nicht ganz verstanden. Also, Sie haben den Roller doch als Geschenk gekauft. Warum soll die... Das ist wegen der Garantie, Blatt. Ja, genau. Also, der soll schon die Rechnung begleichen. Ne? Weil sonst kommen die und nehmen den Roller wieder mit. Ja, aber den haben Sie doch gekauft, Blatt. Ja, das stimmt schon, aber es kommt ja nichts von nichts, ne? Die Rechnung muss ja beglichen werden. Ich habe die Rechnung extra noch nicht angegeben und du hast ja keine Adresse. Gibst du mir denn das Geld für den Roller oder wie machen wir das? Herr Präsident, ich war heute den ganzen Tag am Arbeiten, Blatt. Am Ende wurde ich angefahren, mir wurde mein Handy und mein Geld geklaut nach heute, also... Ja, auf dem Konto hast du bestimmt auch noch was, oder? Nein, das waren auch nicht viel, das waren 800 Dollar für den Roller. 800 Dollar für den Roller, das reimt sich. Präsident, ich habe eine sehr gute Idee. Wir fahren jetzt beide zusammen zum Händler, Blatt, und wir bringen den Roller jetzt zurück. Kommen Sie. Nein, bist du verrückt? Welche 800 Dollar, Blatt? Was reden Sie da, Blatt? Das ist doch ein Geschenk. Wieso willst du das denn zurückbringen? Ja, wie ein Geschenk? Sie sagen, ich muss 800 Dollar bezahlen. Ja, an mich, weil ich habe dir das geschenkt. Aber du kannst doch nicht einfach auf Ehrenlos ein... Geschenk zurückbringen, bist du verrückt? Sie sagen Geschenk, aber möchten Geld von mir haben. Was richtig? Hier ist eine Ratte! Blatt, was ist mit diesen... Ihr seid doch selber Ratten, warum läuft die vor Ratten weg, Blatt? Ja, und jetzt? Ja gut, dann muss ich den Roller wohl oder übel wieder mitnehmen, ne? Ja, müssen Sie dann wohl, ja. Ja gut, alles klar. Tut mir leid, Ruth, ne? Herr Präsident. Ja? Sie können jetzt gerne, wenn Sie möchten, können Sie den Roller nehmen. Sie können gehen und nehmen Sie bitte diese albanischen Ratten mit, da? Okay. Ja gut, dann, wenn du halt so undankbar bist, das hätte ich dann dir noch gerne gegönnt. Jungs? Meinst du, Benzin gewesen ist dann? Wie sieht's hier eigentlich aus? Sieht das gut da aus? Die Ratte kommt nicht raus, Bruder. Die kommt nicht. Die will nicht. Was ist mit der Matte? So. Ist das gut? Da ist eine Ratte drin. Komm her, guck sie an. Ui, weg hier. Okay, Jungs, dann sit up. Ich danke euch vielmals, ne? Rattenentfernung, Dach, Bett. Bitteschön. Ha! Alhamdulillah, das erste Mal im Leben, dass du mich bezahlst, Herr Leke. Kein Problem, ja, bis dann. Ich wünsche euch was. Kuss auf deine Glatze. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis dann, tschüss. Okay, bis dann. Ciao.
Also ein bisschen Trinkgeld kann man ja ruhig geben, Ruud, ne? Da muss man jetzt nicht so gehen. Natürlich, komm Ruud, steh auf, komm Ruud. Ich hab noch, hier, nehmen Sie, natürlich, ich hab noch $4, nehmen Sie das, hier, bitteschön, die Herren. Da, einen Moment. Hier, da, das ist mein letztes Geld, hier, nachher. Bitteschön. Danke, Ruud, damit gönn ich mir ein Sandwich. Ja, guten Appetit, ja? Bleiben Spaß Sie gesund. Mit den Mäusen. Bleiben Sie gesund. Damit könnte ich mir ein Sandwich. Eine Nacht noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch, ne? Der Arme lebt auf die Straße. Er sagt, damit könnte ich mir ein Sandwich, Bruder. Ja gut, Ruud, ne? Ich hoffe, du hast dich gefreut über mein Geschenk. Ja, wäre sehr gut. Vielen Dank, Herr Präsident. Kein Problem, Ruud, ne? So, den Roller nehmen wir natürlich mit. Der hat ja die Rechnung nicht beglichen. Willst du wenigstens so ein Bild machen mit dem Roller oder so? Das... Ich mach sogar ein Selfie, ja? Bleiben Sie ruhig sitzen, bleiben. Nee, ist ja deiner. Nee, also, deiner. Ich bestehe darauf. Herr Präsident, ich bestehe darauf. So. Genau, setzen Sie sich drauf. Und ich mach jetzt... Ja, tun Sie ruhig den Helm auf. Ja, perfekt. Ja, Cheese. Natürlich Cheese. Okay. Ja, natürlich, Cheese! So. Perfekt. Alles klar, Herr Präsident, ja? Super. Gute Reise noch, Ihnen, ja? Tschüss. Danke. Bis dann, Ruud, ne? Wenn was ist, melde dich. Du weißt, ich bin immer für ja, dich da. Ja, ab natürlich, Herr Präsident. Ja, schönen Abend. Ich glaube, der Dienst hat gleich 5M. Was hat er eigentlich gerade bekommen in den letzten 30 Minuten? Bruder, nichts. Da sind zwei Japaner gekommen, die haben die Matratze umgedreht. Im Gegenteil, der hat sogar Minus gemacht. Er hat einfach Minus gemacht. Ey, ich finde das so geil, dass er mitspielt. Real Talk.